haben wir wieder Geld rausgeballert. Wie blöde. So, der Verkehrsfluss interessiert mich gerade nicht. Die Bohne, Mehl produzieren wir auch jetzt endlich. Dann sollte der Profit langsamer ein bisschen sich einstellen. Wir gucken mal. Die Mods haben sicher fließendes Wasser von den Wänden. Arme Mods. So. Jetzt gucken wir mal. Wir brauchen definitiv neue Leute. Also, wir sind gerade menschentechnisch sind wir echt blöd unterwegs. Wir brauchen auch langsam öffentlichen Nahverkehr, fällt mir gerade so auf. Auch das wäre mal wichtig. Alles wäre mal wichtig, aber das gerade insbesondere. So, bis hierhin machen wir das auf jeden Fall noch. Dann machen wir hier jetzt mit grünen Bodenstreifen. Schön. So, haben wir hier Wasser? Ja, aber nicht überall. Kriege ich das hier hoch? Ja, schon ein bisschen. So, machen wir das so. Okay, und dann kommt hier jetzt erstmal eine Wohnecke rein. Freuen sich bestimmt alle. Haben wir nämlich mal mehr Arbeitskräfte hier. Strom wird überbewertet. Schon wieder kein Strom mehr. Doch, Strom ist noch gut. Wasser wird auch langsam knapp. Sollten wir uns kümmern. Aber wir sollten langsam auch mal gucken, dass wir hier die erste Universität oder sowas aufbauen. Das geht noch gar nicht. Wie schaut es eigentlich hier aus? Da ist noch gut, da ist nicht so gut. Highschool. Okay. Campusgelände Berufsschule. Campusgelände Geisteswissenschaften. Campusgelände Universität. Universitätssport. Museen. Modderpakete. Fakultät. Geil. Boah, da freue ich mich schon so dermaßen drauf, ich kann es euch gar nicht sagen. Ah. Mach's gut, Tops. Bis dann. Was, dass die Leute sich weigern, in die Schule zu gehen, Matei? Echt? Wenn du den realistischen Zeitmod drin hast, dann kann das passieren, dass es einfach unfassbar lange dauert, so wie in meiner 8. Staffel von City Skylines. Da war das echt das Problem, dass einfach der Zeitmod generell einfach das Spiel so langsam gemacht hat, dass die Bürger gar nicht so schnell ausgebildet wurden. Das hat bei Katastrophen immer jedes Mal böse reingehauen. Gut, jetzt haben wir erstmal Saft. So, hier wird jetzt auch ganz gut geholt. Das passt. So, hier machen wir nicht Mais, sondern hier machen wir ein Treibhaus hin. Machen wir hier zwei Treibhäuser. So, wir sollten mal auch mal ein bisschen Wasser machen. Ich glaube, Wasser wäre cool. Zwei Wasserquellen. Anzapfen. Und dann hauen wir erstmal noch hier ein bisschen Abwasser raus. Ach, herrlich. Wie wir die Umwelt verpesten. Schön. So, mal ganz kurz gucken. Ja, wir verseuchen schon unsere Umgebung ganz gut. Ne? Also wir können das. Umgebung verseuchen, man merkt schon langsam, was denn jetzt? Wo hier das alles braun wird. Limonadenfabrik, Melkstand, mittleres Getreidefeld. Schön. Ja, wir sind da gut. Was treibt denn in den Häusern? Ich weiß es nicht. Will ich es wissen?
So. Okay. So, pass auf. Dann machen wir jetzt einen Melkstand. Warum nicht? So ein schöner Melkstand. Den braucht man auch ab und zu mal. Ah, der hat auch Umweltverschmutzung. Da muss der auch hier hoch. Unten nochmal ein Getreidesilo. Da könnte man, wobei, wir könnten auch mal eine kleine Scheune machen. Auch das wichtig. So. So, hier brauchen wir Tiere mehr. Jetzt gucken wir mal, wir haben 12 Chirper-Nachrichten. Ich liebe das Bauernleben. Ja, ich auch. So, okay. Wir machen 3700 Profit allein hier. Das ist ein Wort, ne? Also das geht richtig gut mittlerweile. Wir produzieren 34 Tonnen, brauchen aber nur 19. Das heißt, auch da haben wir noch Luft nach oben. Und wir produzieren Mehl. Und wir haben ein massives Umweltproblem. Einrichtung voll. Naja, gut, okay. Dann sollten wir auch da mal ganz kurz rein investieren in die Müllversorgung. Können wir so ein Recyclingzentrum bauen? Oder brauchen wir noch... Na, wir bauen noch hier eine Deponie hin. Eine Deponie reicht dann tatsächlich schon. Dreh's mal lauter und hüpfst in die Wanne, Sabine. Dann frohes Baden. Darf ich die Mods besuchen? Das ist doch kein Streichelzoo. Was ist denn da los? Ah. Schwimm nicht zu weit raus. Ja, ne, das ist wichtig. Nicht, dass du verloren gehst auf hoher See. Kugi meint gerade sogar im Ogean im Kies problemlos zurück, solange die nicht aktiviert wurden. Ja, das habe ich auch. Also, da hatte ich bisher auch noch nie Probleme. Wobei ich jetzt momentan eigentlich fast alles bei Games Planet kaufe, weil da, das ist nochmal eine andere Art der Seriosität. Finde ich persönlich, muss jeder für sich selber wissen. Aber ansonsten, das kann wie gesagt jeder für sich selber entscheiden. Kennst du Lünen? Nee, Leon. Tatsächlich nicht. Ilona schreibt, Sabine geht immer baden, wenn Zwergi streamt. Ich erkenne ein Muster. Darf man denn zu den Mods, wenn man Eintritt bezahlen wird, und darf man den Futter mitbringen? ja. Nee. Ich wiederhole die Aussage, ist doch kein Streichelzoo hier. So geht das nicht, Freunde. Wilder Knurrtschern. Muss mal aufpassen. Wenn er die Ohren anlegt, weißt du Bescheid. Apropos Mods, soll ich auch mal eine Modliste für City Skylines ins Forum packen? Bin in CC Skylines nicht mehr so drin. Da brauche ich dann Hilfe, sagt der Metzger. Eine Modliste, ja, wenn du möchtest, kannst du natürlich jederzeit eine anlegen. Das ist ja, Forum ist ja quasi, wenn du ein neues Thema eröffnest und sagst, meine Mods, die ich gerne verwende und die du mit der Community gerne teilen möchtest, du, gerne. Dafür ist das Forum da. Das soll ja uns allen gegenseitig helfen. Ilona, das ist so ein Eheding, ne? Das verstehe ich, glaube ich, nicht. So, wie schaut es jetzt hier aus? Wir produzieren jetzt schon deutlich, also wir haben deutlich mehr jetzt in der Produktion gerade hier. Wir sind bei 29 zu 29, das heißt, unsere Nutzpflanzen sind das Problem, habe ich so das Gefühl. Das heißt, wir sollten vielleicht... habe ich irgendwas falsch gemacht?
Forstwirtschaft? Ich will doch gar keine Forstwirtschaft. So. Machen wir da jetzt folgendermaßen. Dann bauen wir hier nochmal einen hin. Machen wir zwei große Felder hier rein. Große Obstplantage können wir auch mal machen. Hier so vielleicht. Ne, hier oben geht das nur. Okay. Die Reaktion Wilder bin ich jetzt gerade gespannt. Ich seh Wilder gerade sprachlos da sitzen. So, jetzt reißen wir mal hier ein bisschen die Stromanbieter hier ein bisschen zusammen. Wir verkürzen das mal einen Ticken. So, und dann bauen wir hier jetzt einfach nochmal ein bisschen Verbindungsfelder rein. Das geht leider nicht, okay. Landarbeiterunterkünfte. Hier mal ein paar Landarbeiter her. Warum nicht? Cool. So, meine Lieben. Jetzt bauen wir mal das wirklich Wichtige. Als allererstes kommt mal ein Busdepot hierher. Dann machen wir natürlich ins Industrieviertel, da stört es nämlich keinen. Und dann fangen wir hier an mit der ersten anständigen Linie. Die fährt jetzt mal folgendermaßen los. So, und dann wendet die quasi hier, also fährt hier hoch, wendet hier hinten und fährt dann hier wieder runter. So. Dann kommt hier die nächste Haltestelle hin. Ich hoffe, ich habe den Mod jetzt richtig drin. Auch wieder hier. Zack, zack. Okay, also wir haben jetzt nicht den Color-Mod drin, dass die Linien alle andersfarbig aussehen. Ich glaube, den brauchen wir jetzt auch gerade gar nicht. So, haben wir jetzt schon mal den ersten Teil geschafft. Und der dritte, von hier aus, fährt einfach nur von da raus. Und fährt hier rüber und fährt dann wieder zurück. So, haben wir drei Buslinien. Das sollte erstmal laufen. So. So. Das Crash, ich sehe schon die Rollenverteilung. Ab in die Freiheit. So, Bauernhof, Instandhaltungsgebäude, Kleidungsfabrik, große Scheune, Schlachthaus. Okay. So, hier brauchen wir, machen wir mal Äpfel her. Äpfel brauchen Lager oder was? Haben die nicht genug Käufer? Naja gut, dann sollten wir vielleicht auch mal zwischenlagern, das ganze Döns. Und so ein Instandhaltungsgebäude fände ich irgendwie auch cool. So, haben wir alles für die Tiere, meine Lieben. Das können wir bestimmt hier irgendwo hinbauen, ha? Huh? So. Große Scheune. Kleine Silos sind halt echt schnuckelig, ne? So viel Obst, mag Obst. Ja, naja, klar, wer mag Obst nicht, ne? Also, außer die, die kein Obst mögen. Leone holt sich erstmal was zu essen. Das ist eine gute Idee. Das ist immer eine gute Idee. Erstmal was zu beißen holen. So, jetzt reicht's, meine Lieben. Wir bauen aus. Wir kaufen uns diesen Bereich hier noch. Da haben wir nämlich Bahnanschluss.
Und ich mag die Bahn. Das heißt, wir werden jetzt Folgendes tun. Wir werden jetzt diese Straße hier, werden wir bis hier ausbauen, ziehen die vor. So. Und hier gehen wir mit einer normalen Straße vor. So, dann haben wir den Teil nämlich gelöst. Und jetzt kommt unser erster Zug ins Spiel, wenn wir den schon können. U-Bahn geht noch nicht und ein Zug braucht 9000 Einwohner. Wir sind noch nicht so weit, aber es macht gar nichts. So. Wir können ja trotzdem mal ganz kurz hier ein bisschen weiter unser Wassernetz ausbauen. Das ist bestimmt auch nicht verkehrt, das Wassernetz auszubauen. Weil mich vorhin jemand gefragt hatte wegen City Skylines oder SimCity, welche Vor- und Nachteile. Ich muss sagen, ich fand auch das Prinzip von SimCity, dass die Gebäude das lokale Netz speisen, fand ich auch sehr interessant. Da hast du weniger Baustress damit quasi. Ich merke schon, Zwerge und Züge. Ich kann das erklären. So, können wir mittlerweile schon größere Sachen machen? Ja, hübsch. So, Geld haben wir? Ja. So. Erstmal rumpeln wir das Zeug weg. Dann machen wir hier große Straßen raus. Gleich viel hübscher.